Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1. Und wir haben ja beim letzten Mal die Alliiertenkampagne abgeschlossen und haben Stalin quasi Saures gegeben. Und jetzt, meine lieben Freunde, starten wir ein neues Spiel, spielen auf Normal und zwar auf Seiten der Sowjets. Jawohl, dann würde ich mal sagen, ja. Geht's los. Radenko, how long did it take the gas to work? Is it safe to speak? Of course. Go on. The kill time depends upon the weight of the subject. The children were terminated in less than 15 seconds, and the adults took longer, 18 to 42 seconds. No survivors? None, Comrade Stalin. The total dead? Approximately 840. My intelligence said there were 877 people in the village. How do you account for this discrepancy? Inaccurate intelligence? Enough. Begin full production of the gas. Already underway, Comrade Stalin. Newest officer, according to this profile, you should prove useful. I would like to see that profile. Give the lieutenant something important to do. That is all, Gradenko. Forgive me, Comrade Stalin, but there is something else. Outside Torun, we have met with guerrilla resistance. They have blocked the roads into town here and here. They are enemies of the people. Destroy the town and kill everyone in it. Come, my dear. I have an assignment which requires your special skills. Let's see how you handle this. Go at once to Torun. Destroy everything and everyone. No prisoners, no survivors. That is all. Vielleicht habt ihr eben gehört, warum ich leicht lächeln musste bei der Cutscene. Ja, ja. Stalin mit Nadja mit ihren Special Skills. Ja, genau. Wir können uns, glaube ich, denken, was der vorhat. Ja, genau. Wir spielen die Russen. Und wir haben hier die Flugzeuge zur Verfügung. Die schicke ich einfach mal direkt auf die Fässer hier oben drauf. Und ja, erste Mission der Russen. Sau einfach. Also. Einfach nur hier die Fässer kaputt machen. Ja, danke schön. Und ja, direkt mal eine schöne Cutscene serviert bekommen, auf jeden Fall. Macht immer noch das da kaputt. Macht das kaputt, habe ich gesagt. Die machen es nicht kaputt, okay. Uiuiui, okay, da geht's schon los hier. Und bums, bums, shit. Scheiße. Ja, wie gesagt, aber auch noch eine ein interessanter Fact, den man hier nur bei den Russen kriegt, dass diese Waffe, über die da gesprochen haben, das ist ein Gas angeblich. Das wird bei der deutschen Version gar nicht so klargestellt. Das finde ich krass, auf jeden Fall. Und ja, wir spielen die Sowjets richtig gut, ey. Und wir haben den Stalin schon mal gesehen, gerade eben. Und komm, da oben schicke ich die Flugzeuge drauf. Oh Mensch, was macht ihr denn, Freunde? Lasst euch doch nicht von diesem Pissjeep killen. Oh Mann. Ah, oh, okay. Gut. So. Aber was jetzt noch erstmal wichtig ist, ich speichere das jetzt hier erstmal. Mission 1.
So, dann gucke ich mal, ob der noch aufnimmt. Der nimmt noch auf, wunderbar. Ich muss die Leertaste einfach rauslassen. Und, ja, genau, wo war ich gerade eben? Ja, wie gesagt, wir spielen die Russen. Und der Stalin, wow, da lieber nicht rein. Der Stalin, das Aussehen, das passt so richtig zu dem, weil ich glaube, so ähnlich sah er auch im Zweiten Weltkrieg aus. So ein bisschen auch irre und so. Und, ja, genau. So, dann machen die Flugzeuge noch das da kaputt und dann, glaube ich, war es das schon mit der ersten Mission der Russen. Super einfach. Schaut euch das an. Zack. Und, eigentlich, aber wir müssen doch die hier kaputt machen. Alles klar. Gut, dann machen wir das. Das sollte ja schnell gehen. Genau, und zack. Ja, da ist es schon. Einsatz erfolgreich. Was zur Hölle? Die Cutscene habe ich noch nie gesehen, Freunde. Was geht denn hier ab? Alter Schwede. Ja, wir haben gesehen, wie Russen Flugzeuge irgendwelche Kinder massakriert haben. Das finde ich natürlich nicht so schön. Finde ich nicht so schön, Kradenko, ne, dass du mir das jetzt hier befohlen hast. Aber, boah. Die habe ich zum allerersten Mal gesehen, diese Cutscene. Okay. Ja, Freunde. Da wir jetzt die Russen spielen, geht's von Ost nach West. Und zwar, das hier wird unsere letzte Mission spielen, hier in London. Genau, das ist ja der Punkt hier, wo wir vormarschieren. Und ich schaue nochmal gerade, ob der aufnimmt. Der nimmt weiter auf, sehr schön. Gut. Dann haben wir jetzt die Auswahl, Nord oder Süd, Nord oder Süd. Ich glaube, ich nehme mal den nördlichen Weg. So. Congratulations on earning this assignment, Commander. I am Captain Georgi Kukov, Chief of Field Operations for this region. Beyond this river lies Germany. Tomorrow our attack begins. For today, you have guard duty. See to it that nothing happens to the base or to the command center. The Allies have been moving closer and closer to our position. Watch out for sneak attacks. If conflict erupts, you have permission to take the fight to them. See you in Berlin. Noch eine Cutscene, die ich noch nie gesehen habe, Freunde. Alter, was ist denn hier mit der Russenkampagne los? Meine Güte, das ist ja ein fast völlig neues Spiel hier. Oh, das macht richtig Spaß. Das macht Spaß. So, die Hunde hier. Und den noch, zack. Ja, genau, wir haben jetzt die Hunde. Und wir haben jetzt hier einen kleinen Stützpunkt schon. Und ja, wir sehen uns in Berlin. Das ist mal eine Ansage. So, genau. Allerdings, Freunde, ich werde jetzt erstmal nochmal diese Aufnahme kurz cutten. Das ist ja schon Mission 2. Und würde ich sagen, schaue ich kurz, ob die Aufnahme okay ist und dann sage ich mal bis gleich. So, da bin ich wieder. ja, wie gesagt, das musste erstmal sein. So von wegen Beginn eines neuen Halbprojektes sozusagen und ja, da muss das doch laufen. Und ich habe aber eine Sache festgestellt und zwar die Musik ist ein bisschen leise. Ich glaube, ich kann die mal minimal lauter machen. So passt das. Alles klar, gut. Dann speichere ich das jetzt nochmal kurz ab unter Mission 2. Und dann würde ich sagen, starten wir mal die Mission. Ich mache jetzt noch die Spielgeschwindigkeit. Ne, die passt schon, die passt. Nein, Moment, eigentlich die Spielgeschwindigkeit. In den ersten Missionen ein bisschen hoch. Oh Gott! Hätte ich nicht machen sollen. Alter! Boah! Ey! Alter Schwede. Da mache ich einmal die Spielgeschwindigkeit hoch und schon wollte ich mich hier abfacken. Das ist ja wohl nicht wahr. Naja, egal. Und ja, Freunde, ich freue mich richtig auf die Russenkampagne, weil hier gibt es anscheinend echt jede Menge Cutscenes,
die ich überhaupt noch nie gesehen habe. Also auch nicht in einem Let's Play oder so. Das finde ich schon krass, ja. Das finde ich schon heftig. Muss ich ganz ehrlich mal sagen. So, Energieniveau ist kritisch. So, zack, dann brauche ich gleich noch Flammtimme und jede Menge Schützen. Genau, die brauchen wir hier. Alles klar, dann haben wir hier unten noch die den Zwinger erstmal. Den Swinger-Club. Und können wir Hunde bauen, aber das mache ich nicht, weil die brauchen wir nicht unbedingt. Ich pflaster hier unten erstmal alles zu mit Flammentürme. Weil, ja, genau, das ist der Unterschied zwischen Russen und Alliierten. Wir haben jetzt hier die Flammentürme. Und die sind auch, finde ich, um einiges besser gegen Infanterie einfach nur. Und ja, zweite Mission. Ich mache das so. Ich mache jetzt einen Part für zwei Missionen und danach mache ich wieder einen Part pro Mission. Genau, ich kann auch jetzt mal ein bisschen länger spielen, weil heute hatte ich früher frei gehabt. Also es ist ein Freitag heute, der 4. Oktober. Und habe jetzt schon Wochenende und ich bin alleine zu Hause. Das heißt, ja, ich kann jetzt hier weiterhin in Ruhe spielen. So. Ich glaube, dann ist jetzt hier mit Flammentürme, baue ich noch einen. Vielleicht reicht das von der Energie her. Wenn nicht, dann ist egal, dann verkaufe ich den wieder. Wenn die Kohle denn reichen würde. Ja, egal. Ich habe jetzt hier schon einen guten Trupp zusammen. So, dann knall den mal dahin. Es reicht nicht. Ja, komm. Was soll der Geiz? Bau halt noch ein Kraftwerk und 4 Silos. Ja, genau. Ja, willkommen bei den Russen hier, wie gesagt. Also freut mich auch, dass ihr weiter hier dran seid bei Command & Conquer. Und, ja. Jetzt geht es halt von Ost nach West Richtung Alliierten mit General von Estling und Stavros. Genau. Ja, gut, dann würde ich mal sagen, nehme ich mir hier noch die 3 Schützen mit. Geht ihr mal dahin? So. Sind das hier nur Schützen? Da ist noch ein Hund. Die Hunde brauche ich nicht. Hier sind Schützen noch, alles klar. Aber ich glaube, das reicht schon fast. Also die zweite Mission hier ist auch verdammt einfach. Also hier muss man einfach nur Schützen, Schützen, Schützen bauen. Dann gehe ich mit denen direkt mal los. So. Die Kohle kann ich erstmal sparen. Und soll ich echt von hier unten rein? Das ist ein bisschen eng. Aber hier ist auch eng. Also, Moment mal, ich habe ja noch Flugzeuge. Stimmt, habe ich ganz übersehen. Ich habe hier noch Flugzeuge, die ich noch bauen kann. Ah, der ist der Sammler. Der ist schon halb kaputt. Okay. Ja, den Jeep einfach mal eben so zack weggemacht. Auch nicht schlecht. Ich guck nochmal. Ja, das passt. Sehr schön. Was? Ah, da wollte wieder einer angeschissen kommen. Okay. Hat der nicht geschafft. So, die Flugzeuge sind fertig. Die kopiere ich auch erstmal. Ja, killt den mal. Team 2. So, dann. Ja, los hier. Oh Gott, ja. Ja, Freunde, wie gesagt, also ich freue mich richtig drauf. Das wird episch. Das wird episch. So, alles klar. Die können sich mal um den Bauhof kümmern. Und zack, zack. Das ist echt einfach hier. Oh, das da oben ist ein Ding, das ist scheiße. Ja, gut, okay, egal. Dann, die haben hier nur Panzerabwehr. Bisschen sinnlos, Alliierter. Oh, ich habe Verstärkung gekriegt, auch geil. Gut, dann wollen wir die mal einsetzen. Und hier, zack. Grenadiere, geil. Okay. Also diese Mission kann man eigentlich gar nicht abkacken. Diese Mission kann man nicht abkacken, finde ich. So, Grenadiere. Und das war's schon, oder? Oh, der Sammler, fuck. Fahr den platt. Nix, fahr den, mach den platt. Ja, das war's schon. Okay, sehr gut. Yeah! Genau. Das Zeichen der UdSSR. Richtig gut. Richtig gut, einfach nur. So, wie viel haben wir. Oh, wir haben einiges verloren. Okay. Ja, deswegen auch eine Effizienz nur 16%. Das ist ein bisschen. Ja. Geht besser auf jeden Fall. Sieht man auch an den Punkten, aber ist okay, Freunde. Ja, und so schnell sind wir schon in Mission 3. Ja, Freunde, aber wie gesagt, für den Anfang, für den ersten Part,
der Russen sozusagen, mache ich jetzt erstmal hier einen Schnitt. Und ja, also wir haben schon einiges von den Russen zu sehen bekommen. Und einige neue Cutscenes vor allem, was sehr interessant ist. Und ja, genau. Was ist das eigentlich für ein Land hier unten? Das sieht so aus wie ein Fisch. Keine Ahnung, naja, ist auch egal. Ja, Freunde, wie gesagt, also dann bedanke ich mich bei allen, die zugeschaut haben. Und ja, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Part von Command & Conquer Alarmstufe Rot mit den Russen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschö, tschö.